Willkommen zurück. Ich habe die Viecher erledigt, die da die ganze Zeit vor uns standen, weil wir da schon sehr lange dran waren. Dann habe ich endlich mal die ganzen Zauber von Licht und Schatten angewendet. Das seht ihr hier, das sind Tag des Schutzes und die anderen Zauber. Das werde ich euch bestimmt auch nochmal zeigen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt. Fackellicht haben wir jetzt, glaube ich, nicht mit drin gehabt. In den ganzen Zaubern. Bis hier ist jetzt die Wohnung freigeräumt. Ich gucke mal gerade, was hier stand. Stürme durch die Eingangstür. Hier gibt es 4 Ausgänge. Nehme zuerst den westlichen. Er führt in 2 weitere Räume. Den sollen wir nehmen. Und dann werden wir da jetzt mal die Türe aufmachen. Und wer wartet auf uns? Niemand. Bisher zumindest. Okay. Okay. Gut, dann werden wir jetzt die Räume mal aufräumen. Schädeltür. Juhu. Jede Menge Schwertkämpfer. Warten auf uns. Wir haben ja extra die ganzen. So. Zaubersprüche hier. So. Oh. Was ist da schon wieder kaputt gegangen? Da hat jemand unseren Bogen geschrottet. So. Das war auch nicht der beste Bogen. Den sollten wir mal reparieren. Das war eine unheimliche Musik. So. Okay, so. Einer nach dem anderen. So. Feuerring bringt zwar nicht allzu viel, aber wenn wir das jede Runde anwenden, bringt es ja schon viel, weil wir ja jeden treffen. Im Raum. So. So. Ja, wer hängt denn uns da noch auf der Pelle? Wer hängt uns noch auf der Pelle? So. Den haben wir auch schon erwischt da hinten. So, damit haben wir den ersten Raum dann schon freigeräumt. Hier Wunden heilen mal einsetzen. Und ein bisschen heilen. Die Musik ist so unheimlich laut mal wieder. Das ist echt wieder kaum auszuhalten. Da hilft nur der neue Spieltrick, um die blöde Mucke auszuschalten. Die Mucke ist ja okay, aber die ist irgendwie immer so laut. Und da ist sie schon wieder. Ich verstehe das auch nicht. Weil hier haben wir ja die auf die 2. Stufe. Der Sound ein bisschen leiser, die Sprache ganz laut. Aber irgendwie will das nicht. Was haben wir hier? Einen Bogen. Irgendwo wird der ja schon. Ach, wir sind müde. Das kommt von den Zaubersprüchen. Schwäche heilen muss man dann einsetzen. Schwäche heilen kann er ja auch. So. Klappt wieder nicht. Das seht ihr, die anderen Zaubersprüche sind auch weg. Das ist, weil wir in Lichtmagie noch nicht so stark sind. Deswegen sind die ganzen Zauber schon wieder weg. So, leeres Fass. Da ist nichts. Leer, leer. So. Deswegen hat das viele Geblinke nicht so viel gebracht, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt schon hier. So. Den haben wir jetzt hier vor uns. Ach du heiliger Bimbam. 2 Veteranen. Ist ja super geil. Ich glaube, die sollten wir uns einzeln vornehmen. So. Wer kommt hier jetzt um die Ecke? Okay. Einen Soldaten kriegen wir noch hin. Aber die alle, das wäre mir jetzt wirklich zu viel gewesen, muss ich sagen. So. Ist ja blöd.
Er versucht mich doch durch die Wand zu schlagen. Das wird bestimmt gut funktionieren. So. Jetzt kommen sie wieder alle gleichzeitig. So. Ein nach dem anderen. So. Ich will einen Mauszeiger davor, da kann ich gar nichts sehen hier. Und wir speichern mal wieder. Mir ist das Spiel immer auch wieder abgeschmiert. Das passiert ab und zu mal. Ich weiß nicht warum. So. Und dann will wir jetzt. Der hier. So. Und ein Veteran. Das finde ich nicht mehr so witzig. So. Dann sollten wir uns auch wieder um die Ecke knütteln. So. Dass da nicht noch einer rauskommt. So. So, was hatten wir hier? Hier verbrennen war doch super. Verbrennen. So. Bolzen. Und verbrennen. Und bolzen. Und dann ist er gleich tot. So. Trotz seiner starken Mega-Rüstung haben wir ihn erwischt. So. Können wir hier noch ein bisschen heilen. Das will nicht gleich sofort umfallen. Können wieder versuchen, durch die Wand zu schlagen. Super KI. Aber ich bin da ja froh drüber. Weil sonst würde ich die ja gar nicht erwischen. Na, einer reicht mir. So. So. Ja. Tschüss. Ein Veteran wartet da noch auf uns. Da hinten. Das hatten wir ja eben gesehen, dass da zwei Veteranen waren. Scheinen jetzt auch nur noch zwei Gegner zu sein. Wahrscheinlich finden sie wieder gleichzeitig den Weg hier rein. Wie das immer der Fall ist. Oder auch gar nicht. Jetzt aber. So. Und da ist der Veteran. Den wir dann wieder mit Verbrennen zu Leibe rücken. Das hat diesmal aber nicht viel gebracht. 24 ist schon nicht schlecht. 23. Anscheinend ist das Ding alle. Dann müssen wir uns was anderes suchen. Was haben wir denn hier noch? Eisstrahl. So. Eisstrahl ist auch gut. So, Bolzen. Und nochmal Eisstrahl. So. Und fertig. So. Ob wir jetzt alle haben, weiß ich nicht. Nein. Leute, einer. Einer nach dem anderen. Und der Veteran. War ja irgendwie klar, dass das der Veteran ist, der da jetzt um die Ecke kommt. Vor allem, wo ich keine Zauberpunkte mehr habe. Manchmal läppische. Vielleicht für so einen Kältestrahl. Wie süß. So. Bolzen. So. Drei Schaden. Super. Wenigstens die einzige noch, die mit Bolzen wenigstens ein bisschen Schaden macht hier. So. 14 Schaden. Mal schön bolzen. So. Jetzt kann man den auch klein kriegen. Ja, vorsichtig wegrennen. So. Jetzt haben wir ihn. Gut, dass sie auch einen Schadenszauberspruch kann. So 25 Punkte ist schon viel. Mit der Zeit. Auf jeden Fall. Okay. Da musste ich niesen. So. So 25 Schaden hier.
Müssen wir die aber jetzt erstmal heilen. Hör auf mich drauf zu kloppen. So, einer weniger. So. Und meine Herrschaften schlagen gut zu. Also unsere beiden Herrschaften. So. Wunden heilen. Haben wir ja so viele von. Aber ihr seht, das Geld wird mehr. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr auf uns lauern. Oh, okay. Keine mehr. Puh, das waren aber auch viele. Ist da was drin? Weißes Glück. So. Okay. Doki. Das war also nach der Anleitung der beste Weg, hier erstmal lang zu laufen. So, ich werde nochmal rauslaufen, nochmal heilen. Nichts wie weg. Genau, nichts wie weg. Können wir mal gucken. Ach, wir können sie sogar ausbilden, das ist ja cool. Aber wir werden natürlich noch den Auftrag erledigen und wir, ich habe gerade gesehen, wir müssen dann irgendwo hinfliegen, um uns unsere Belohnung abzuholen. Und können uns damit dann noch mehr Punkte sichern. Und ihr wisst das ja immer, dass eine ganze Woche vergeht, wenn man sich weiterbildet. Deswegen werde ich das jetzt noch nicht sofort machen. Auf jeden Fall sollten wir Zauberpunkte und Lichtmagie weiterbilden. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, und nochmal eine Sicherung machen. Können auch nochmal gucken, ob alles klappt. Ja. Gut. Ja, Plus ist auch hier, um hier näher ran zu zoomen. Und Plus ist meine rote Zahlentaste, wie ihr gesehen habt. Das ist ja leider verbuggt hier in dem Spiel. Normal sieht man die immer da und dann sieht man die da immer abgeschnitten. Und da ich ja kein besonderes Renderprogramm habe, kann ich die dann da auch nicht wegmachen. Deswegen mache ich das jetzt so. So, was steht hier jetzt als Tipp drin? Dann soll ich den östlichen Eingang nehmen, also den da. So, dann schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Erstmal niemand. Ich glaube, das ist so ein ganzer Altarraum, also sind wir wahrscheinlich Zauberer. Nee, ich sehe jetzt schon Veteranen. Und einen Zauberer. So, dich machen wir alle 24 Punkte. Eisstrahl hat sich ja als sehr gut erwiesen. Eisstrahl ist sogar besser als der andere Kram. So. Okay, hier machen wir Eisstrahl. Okay. So, dann ganz langsam. Und ein Veteran. Wer hätte das gedacht? So. Aber so kommen wir denen doch ganz gut nach. So. Und tschüss. So. Die dramatische Musik ist viel zu laut. Für meinen Geschmack zumindest. Ist wieder lauter als alles andere. Ich habe es eigentlich gerne, dass die Musik das leiseste ist. Wir benutzen wieder den Musiktrick. So. Wer kommt jetzt? Noch ein Veteran. Ist ja nicht so, dass wir gerade eben erst einen hatten. Und die Musik ist wieder da. Und wieder so laut. Ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Ob ich die Musik nicht einfach wieder ausschalten soll. Das ist schon Musik aus. Weil die Musik so ultra laut ist. Ich mache es jetzt erstmal wieder eine Weile aus. Oder ich mache die Sound noch lauter. Machen wir erstmal den Sound lauter. So, wer kommt jetzt? Ach, zur Abwechslung mal zwei.
Wieder ein Veteran. Ist ja nicht so, dass wir davon schon so viele hatten gerade. So. Den Zaubersprüchen kann man den ganz gut zu Leibe rücken. So. Okay. So. Weiter die rechte Seite säubern. Ja, wir räumen diesen Dungeon auf. So. Okay. Ist ein sehr einfacher Dungeon, also dürften bald endlich durch sein. So. Dann kommt der Meisterschwertkämpfer hier noch. Den kennen wir jetzt schon eine Weile. Da ist anscheinend noch einer. Noch einer vertreten. So. Und noch einer. So. Noch eine Menge. Weiß, wer auf der anderen Seite alles noch auf uns wartet. Will ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. So. Gut. Ach so, mein Radar ist kaputt. So. So. Daran lag das, dass ich nichts gesehen habe. So. Tschüss. Wer greift uns da noch an? Irgendwas Rotes. Was wir noch nicht gesehen haben. Ein bisschen die Wunden heilen. Haben wir jetzt erst die eine Seite hier so weit, wie wir gucken konnten. Ohne dass die andere Seite uns angreift. Wer weiß, wer alles noch auf der anderen Seite wartet. Es waren ja schon alle wirklich sehr viele. Da kommt einer. Ah. Okay. Die sind aber auch manchmal irgendwie selten dämlich. So. Fackellicht wieder anmachen. So. So. Und tschüss. Und wenn wir Veteranen besiegt kriegen, dann kriegen wir den hier erst recht besiegt. So, und euch auch. So. Und tschüss. Noch mehr? Nein, dürfte jetzt nur noch der eine hier sein. Genau. So. Und dann ist der Altarraum fertig. So. Da ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Auch kein geheimer Schalter. Gar nichts. Wie langweilig. So, wir haben gar keine Zauberpunkte mehr. So, was steht hier jetzt? Also es waren jetzt wirklich die kleinsten Gänge. Jetzt kommen auf jeden Fall noch jede Menge andere Gänge. Wenn du Auftrag 10 gelöst hast. Auftrag 10, haben wir den schon gelöst? Ich muss gerade mal die Aufträge suchen. Ah, da sind die Aufträge. Auftrag 10. Rette die Maid in Not. Die haben wir schon. Okay. Und dann finden wir hier den Geist von John Silver. Dann, bevor wir den Geist finden, gehen wir jetzt nochmal raus. Uns ein bisschen heilen. Und dann, denke ich mal, werden wir gleich den Dungeon abschließen. So, und den Monolith müssen wir auch noch machen. Der Monolith wird dann wieder sehr unangenehm, weil das alles so tolle Zaubertussen sind, die da auf uns rumkloppen. So. Ja, ich kann Lernen halt wieder höher skillen, dass wir schneller lernen. Ist ja auch immer eine Option. Oder man fliegt nur zu Kisten hin und erledigt nur die Aufträge, aber das finde ich halt irgendwie doof, weil man dann das ganze Spiel gar nicht miterlebt und so. Wenn wir jetzt hier so Schrittchen für Schrittchen machen, brauchen wir vielleicht ein bisschen länger. Gucken wir nochmal, ob alles läuft. Ja, läuft alles. So, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, aber dafür erlebt ihr auch alles, was dieses Spiel hier zu bieten hat.
So spiele ich das auch immer. Also ich spiele das auch nicht so, dass ich nur gezielt die Aufgaben erledige, sondern ich mache immer Region für Region. Und in Neusobegal müssen wir nur noch dieses Grab des Verrückten machen. So, und hier sind dann noch tonnenweise, hier sind überall Zauberer, die auf uns warten. Und hier ist noch so eine Insel, wo auch wieder Gargoyles auf uns warten und so.